Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video hier bei Eisdeli Peach. Nummer 1, ich weiß, Freunde, ihr wollt alle Flohmärkte sehen. Nummer 2, wir arbeiten dran. Das Problem ist, ich bin relativ viel unterwegs aktuell. Jetzt zum Beispiel am Wochenende, wo dieses Video rauskommt, bin ich gerade aktuell in Berlin. Nächste Woche bin ich wieder in Holland. Und dann, Freunde, verspreche ich euch, machen wir wieder einen Flohmarkt. Ob Ende November, Anfang Dezember, ich kann es euch noch nicht sagen. Wo? Im Raum Hamburg. Wenn ihr von dort kommt, da haben wir was ganz Besonderes vor für euch, meine Freunde. Aber dazu kommt es noch im nächsten oder übernächsten Video. Da gibt es dann mehr Informationen, wo, wann, wie, was. Ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Heute mal schön mit Gimbal mal ausprobieren. Das können wir ja alles mitnehmen, da, ey. Wartet mal, wie machen wir das denn hier? Machen wir das da rein. Das schneiden wir alles nachher ab. Vielleicht ist noch irgendein Kabel dabei, was wir noch brauchen können. Aber an sich ist das sonst alles Müll, ne? Gut, dann nehmen wir das hier mit. Und dann würde ich sagen, rein damit in die Futterluke, Alter. Weiter geht's. So, Friends. What we have here, my friends? Some wood stuff. Ja, alles nur Müll, da kein Kallax-Regal, da. Sieht nicht so aus. Das sieht doch gut aus hier, Alter. Hör auf da, ey. Das sortiere ich schon mal kurz raus. So, das haben wir jetzt da rausgezogen, ja. Ein paar Kabel, die man gebrauchen kann, keine Ahnung. Mal gucken, gucken wir mal. Achso, und noch ein Handy ist da, glaube ich, auch noch drin, ne? Huawei-Router, HTC-Handy da. Das ist eigentlich kaputt, aber ist egal. Guck mal, geht sowas weg, weiter geht's. Hey, voilà. Eine Galaxy-Regal. 2x4 weiß, aber ich denke, das muss man mitnehmen. Und zack. Zweimal vier in weiß. Neuwertig. Weiter geht's. So, nächsten Stop. Das da können wir mitnehmen, das sehe ich schon direkt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, was haben wir hier? Da ist nichts drin. Was ist das hier? Allstars Converse, Alter. Das nehmen wir auch mit. Sind das auch Converse da? Hau ab da, Alter. Auch Converse, Digga. Die sind schon ein bisschen ranziger, egal. Nochmal Converse. Zack. Und das hier können wir mitnehmen. Das ist kein Thema. Rein damit. Nächstes Dorf, nächste Runde. Was haben wir hier? Ja, Fruchtsaftindustrie. Ich glaube, das sind 1,50 Euro pro Kasten. Ne? Die nehmen wir mit. Zack. Zack, rein damit. Das ist gut, Alter. Zack. Rein damit. Weiter geht's, Alter. Weiter geht's. So, was haben wir hier? Der nächste Kasten. Das Problem ist nur, der ist ganz schön dreckig. Der geht safe weg. Allerdings weiß ich nicht, ob sie den verschmutzt mitnehmen. Das kann ich euch nicht sagen. Müssen wir ausprobieren. Ich weiß nicht, ob der so verschmutzt angenommen wird. Aber er müsste angenommen werden. Das glaube ich schon. Granini, Alter. Granini Traubensaft. Geil. Weitermachen. Grüße alle. Hier. Der nächste Kasten, Alter. Ist das geil? Oder ist das geil? Also auf jeden Fall 1,50 Euro. Also die Leute sind schon langsam, glaube ich, wahnsinnig. Sie schmeißen 1,50 Euro Pfand weg. Also ich weiß nicht, warum die Leute das alles wegschmeißen, diesen Pfand immer. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das ist ja 1,50 Euro Pfand. Weitermachen. Grüße alle. Was haben wir jetzt hier? Also einmal habe ich was gesehen, das finde ich ganz geil. Oh, das kenne ich aber auch noch. So, einmal das hier. Workbank. Gut, lassen wir auch da. Egal. Das hier haben wir gesehen. Das hier. Rund um den Kalender. Farben und Formen.
Fluch der Karibik 2. Gut, ob das vollständig ist, weiß man nicht. Das Spiel zur TV. Sprachzoo. 1000er Puzzle. Das nehmen wir alles mit hier. Das können wir mitnehmen. Wettlaufspiel. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch nicht mit. Ist kaputt. Das nehmen wir mit. Das. Das. SOS. Affenalarm. Geil. Kenn ich auch noch. Und. Oh, was ist das denn hier? Sagerland, Alter. Das nehmen wir auch mit. Lotti Karotti. Spiel des Lebens. Regenbogenstange. Das nehmen wir mit. Einladen, meine Freunde. Rein damit. Ich mach das mal alles kurz rein. Bis gleich. Spiele sind drinne. Weitermachen, let's go. Gerade einen Einkaufswagen geholt und dann habe ich einen Pfandbon gefunden. 5,68 Euro da. Hau ab da, da. Erstmal einlösen gleich. So, jetzt kommen erstmal hier diese ganzen Kisten raus. Zack. Hoffen wir, dass sie annehmen. Ich bin gespannt. Ob sie die rote annehmen, keine Ahnung. Schauen wir mal, was wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, ganz kurz und schmerzlos. Das hat's Pfand gebracht. 25,50 Euro. Geisteskrank. So ein heftiger Money Glitch, das ist ja wirklich geisteskrank. Das hat ja 10 Minuten gedauert zum Einladen und hier hinzubringen. Also Hammer, 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 Hammer. Weitermachen. Wir suchen noch ein bisschen. Schauen wir mal, was unsere Mitbewerber hier aus Polen so mitnehmen, ne? Oh, das ist nice. Nice stuff. Den können wir mitnehmen. Der geht weg. Detmolder Pilsen. Geil. Zack. Was haben wir noch? Oh, was ist das denn? Siemens Telefon. Haha, geil. Das ist eine Kamera, oder? Eine Agfa-Kamera. Kann man auch mitnehmen. Das ist gut. Und das hier, das Telefon. Sehr geil. Na, das kann man schon mal mitnehmen. Oder auch nicht. Ah, doch, für den Obdachlosen, da freut er sich. Club European. Das kann man nochmal scannen. Das kann man nochmal mitnehmen. Tja, das bringen wir dir nochmal mit. So, wo ist unser Handy? Kaufen wir nicht an. Kaufen wir nicht an. Kaufen wir nicht an. Kaufen wir nicht an. Kaufen wir auch nicht an. Sehr gut, weiter geht's. Grüße alle. So, Freunde. Hab ich jetzt was gesehen? Das finde ich sehr mysteriös. Was ist das hier? Klitschko Collection. Was ist das? Ist das ein Boxsack oder was? Klitschko Collection. Aber das ist ja Schaumstoff hier. Das hat ja nichts damit zu tun, oder? Wir machen jetzt das Momox-Paket fertig. Das heißt, wir scannen jetzt alles ein. Und dann schauen wir mal, wo wir landen und wie viel das Ganze macht. Ob sich das Ganze lohnt, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall schon jede Menge dazugekommen. Es ist sehr, sehr, sehr viel, was für Momox wiederkommt. Und ja, ich starte jetzt einfach rein und dann würde ich sagen, let's go. So, Friends, also die ersten Sachen haben wir schon gescannt. Das hier ist schon mal, was rausgeflogen ist. Das landet wieder bei uns in der Euro-Kiste. Da machen wir ja schöne DVD-Kisten. Und wir sind jetzt aktuell bei, wartet mal, 70 Euro. 70 Euro und 8 Cent. Ja. Und das ist das Ergebnis bis jetzt. Das hier sind 70 Euro. Das ist kein großer Karton. Das hier ist eine DVD. Und das geht schon tatsächlich. Gut, ob sie da Sachen annehmen werden, weiß man natürlich nicht. Muss man Glück haben. Weil da schon manche Sachen echt abgeranzt sind. Aber sind gute Sachen dabei. So, weitermachen. Ich mache jetzt hier die Kiste fertig.
Und dann gucken wir mal, wie viele Kisten es letztendlich werden, weil ich habe noch ein bisschen was vor mir. Zwischenstand bis jetzt und dann würde ich sagen, weiter geht's. So, das hier ist jetzt die Kiste. Die Kiste ist jetzt nicht groß. Naja, Highlight, das hier, Tex Wille, 6,50 Euro zahlen sie dafür. Das ist ja schon enorm. Ne? Keine Ahnung, wie der bei eBay weggeht. Wahrscheinlich kostet der bei eBay auch was. Können wir mal ganz kurz gucken. So, und ansonsten sind wir jetzt bei 121,57 für 56 Artikel. Ist gut. Und genau, jetzt blende ich euch nochmal ein, was diese DVD kostet auf eBay, wo sie 6 Euro für bezahlen. Aber gut, muss man erstmal verkaufen, ne? Deswegen lieber 6 Euro mitnehmen und weitermachen. Genau, erste Kiste fertig, meinst die nächste Kiste, dann bin ich gleich wieder bei der nächsten Kiste. Weiter geht's, meine Damen und Herrschaften. Was haben wir hier? Müll. Kabel. Was ist das denn hier, Alter? Müll. Ja, Momox hat gebracht. Bis dato noch keine Antwort. Paket wurde verschickt. Was raus wird, weiß man natürlich nicht. Müsste so roundabout, ich glaube, 230, 240 Euro sein. Müssten es, glaube ich, gewesen sein. Ja, ein drittes Paket haben wir nicht gemacht. Es blieb nur bei 2 Paketen. Aber ich denke, das Geld wird kommen. Es dauert halt nur sehr, sehr lange bei Momox. Das heißt, ihr könnt da locker mit 3 Wochen rechnen, bis da sich überhaupt irgendwas tut. Dann ist die Frage, die Zustände, ob sie alles annehmen. Ich hoffe natürlich ja, denn die nächsten Sachen sind ja wieder da. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Abo oder Kommentar. Da würde uns natürlich immer sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, Freunde, nicht traurig sein. Flohmarkt-Videos kommen. Es dauert nur ein bisschen. Ich danke euch, euer ICLE Peach. Wir sehen uns. Ciao.